Moin moin und hallo. Heute zeigen wir euch, wie man eine Vignette entfernt. Dazu haben wir uns besorgt eine frische Rasierklinge, ein Baumwolltuch und etwas Glasreiniger. Auf geht's! So, jetzt nehmen wir uns die Rasierklinge und gehen ganz glatt mit rhythmischen Bewegungen unter die Vignette. Immer von der Seite, so, drunter und dann von der anderen Seite auch drunter, so, oh, ein bisschen sägen, schön, ein bisschen Druck ausüben, damit so viel Klebstoff in einem Rutsch weggeht, wie möglich. So. Super. Sehr schön. Boah. Da geht es heute schon andere ab. Zwei auf einem Streich. Und da haben wir sie. Da haben wir sie. Schön. Fort ist sie. Nun nehmen wir uns etwas Glasreiniger und spritzen das auf den Bereich, wo die Vignette war. Und lassen das jetzt ein paar Minuten einwirken. Jetzt nehmen wir unser Baumwolltuch und reiben den Rest weg. Ein bisschen ist noch hängen geblieben. Dafür benutzen wir nochmal unser tolles Rasiermesser. So. Geht es noch leichter weg. So, seht ihr? Alles weg. Superb. Drüber wischen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sohn, Sohn.